Hallo und seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 17 Trainerkarriere mit Jürgen Klopp auf meinem Kanal Padafa Official. Wir streamen gerade live auf Facebook bzw. auf Twitch, werden das Video dann auf YouTube uploaden. Ja, wie ihr es im Titel sehen könnt, handelt es sich hierbei um die Trainerkarriere mit Jürgen Klopp, die wir logischerweise mit FC Liverpool bestreiten. Das nächste Spiel ist gegen West Ham United. Wir können gerade kurz auf die Tabelle sehen. Wir sind Zweiter mit 29 Punkten nach 13 Spielen. Manchester City Erster mit 30 Punkten nach 13 Spielen. Und Tottenham Dritter mit 23 Punkten nach 13 Spielen. Wir werden heute folgende Spiele bestreiten, und zwar einmal das gegen West Ham United, dann im Champions Cup gegen Real Madrid und in der Premier League gegen Middlesbrough. Das wären die Spiele für heute. Würde ich mal sagen, fangen wir direkt an mit dem ersten Spiel. Die Aufstellung dürfte soweit passen eigentlich. Oder auch nicht. Topstars sind draußen. Die werden... Jetzt muss ich gerade schauen, ob das zu knapp ist. Ne, da ist genug Zeit. Da können wir jetzt und mit gegen Real Madrid mit voller Kraft unsere Einsermannschaft ein. Dann starten wir. This is Anfield. Wir begrüßen Sie von der heutigen Partie. Wir, das sind Wolfuß und Frank Buschmann. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen West Ham United. Ein paar Worte zum heutigen Heimteam, Buschi. Schauen wir mal kurz auf den Saisonverlauf. Das sieht, sagen wir mal, durchwachsen aus. So wird es schwer, sich für den Champions Cup zu qualifizieren. Aber es ist noch Zeit. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen.
Und hier die Aufstellung. So, dann starten wir mal. Sie treten hier nur mit einem Stürmer an, Buschi. Gibt ja viele Teams, die das mittlerweile so machen. Und das geht auch, wenn entsprechend aus dem Mittelfeld die Unterstützung kommt. Und er gewinnt den Zweikampf. Valencia. Pedro Obiang. Abwehr hat aufgepasst. Rodriguez. Anfield ist wohl für viele, mich eingeschlossen, Buschi, der Inbegriff von Fußballtradition in England. Wer hier einmal den FC Liverpool erlebt hat, vergisst es nie wieder. Kann ich mir gut vorstellen, Wolf. Hoffen wir mal, dass diese besondere Magie erhalten bleibt, wenn in den nächsten Jahren der Umbau vollzogen ist. Wie in so vielen Arenen geht es um Modernisierung, um mehr Plätze, denn davon wird es dann 60.000 geben. Liverpool im Moment übrigens mit der besten Defensive und das ligaweit. Und damit haben sie natürlich beste Voraussetzungen für dieses Spiel. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Liverpool will heute die Niederlage im eigenen Stadion vergessen machen, als es gegen Sunderland ging. Ein bisschen überraschend kam es ja schon, dieses 1:3. Heute sehe ich sie wieder in der Favoritenrolle. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Einwurf, der Ball war draußen. Jetzt müssen sie aufpassen. Schöne Flanke. Und Firmino. Da kann er sich den Ball holen. Pedro Obiang. Northfight. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Und Vertonghen. Hamsik. Sie machen Druck auf ihn und so geht der Ball raus. Da macht er das Spiel schnell mit dem Einwurf. Pedro Obiang. Nun Hamsik. Wird's jetzt gefährlich? Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Er nimmt ihm den Ball ab. Jetzt gibt es einen Einwurf. Oh Mann, oh Mann. Und Payet. Klein. Und Marek Hamsik. Und Firmino. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Wird das seine Torchance? Das war ein Foul. Zwei Fouls direkt nacheinander. Tor 1:0. Nach einem Patzer vom Goalie. Ganz starkes Tor, da hat alles gepasst. Aber auch glücklich direkt vor die Füße. Ja, wie sagt man so schön, Tor ist Tor. Hoffen wir, dass sich das alte Klischee von wegen ein Tor würde dem Spiel gut tun, jetzt bewahrheitet, nachdem es gefallen ist. Ja, da kann ich mich nur anschließen, Wolf. Das Spiel bisher doch eher aus der Kategorie verbesserungswürdig. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Ja, ja, komm.
setzt er zu hoch an, der geht rüber. Rodriguez. Wijnaldum. Coutinho. Den spielt er gut. Da trennt er ihn vom Ball. Andrew Ayew. Pedro Obiang. Valencia. Mané. Hamšík. Und Marek Hamšík. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Payet. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Bouyaté, steil gespielt. Sehr guter Einsatz. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Ja, der wäre schön gewesen, der Pass. Und damit ist hier. Es kann losgehen. Steigen wir ein in Durchgang 2. Hier in Anfield. Und jetzt Lukaku. Mané. Das könnte gefährlich werden. Mit ihrer Passsicherheit kontrolliert. Lukaku. Ach. Er kommt hier mit dem Kopf dran, aber nicht präzise genug. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch, dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Schön gespielt, trotzdem. Das könnte die Chance werden. Sie suchen die Glück. Lücke. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Der Pass muss ein bisschen genauer kommen. Bald ist es soweit, die nächste Champions Cup Begegnung für Liverpool. Dann geht es auswärts gegen Real Madrid. Das klingt doch richtig gut. Ich freue mich auf dieses Duell. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Steil gespielt, gute Idee. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Ganz klar, so richtig schnell gehen muss es für sie jetzt nicht mehr. Super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Jetzt sehen wir den nächsten Gegner von West Ham United hier eingeblendet. Arsenal heißt der Gegner im nächsten Spiel in der Premier League. Das dürfte so ein bisschen Richtung David gegen Goliath gehen. Coutinho jetzt. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt vielleicht. Und hier ist der Torwart. Schön gehalten. Der erhält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler, das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Gut, da erstmal geklärt. Jetzt müssen sie aufpassen. Tolle Flanke. Gute Flanke, aber mindestens genauso gut vom Verteidiger. Coutinho jetzt am Ball. Sehr guter Einsatz. Gut verteidigt hier. Darren Randolph. Gut gemacht, er spielt den Ball per Kopf weiter.
Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Lukaku. Da trennt er ihn fair vom Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Werfen wir mal einen Blick auf den Ballbesitz. Und wir erkennen, alles wirklich sehr ausgeglichen. Payet am Ball. Oh, schön gespielt. Ganz stark gemacht, das Payet. Den aber Ball nicht schön geschossen. Aktion. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Muss ein bisschen ruhiger spielen eventuell. Nicht immer gleich schnell weg. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Mané! Es gibt's gar nicht. Und Ecke. Das gibt Einwurf, Ball ist draußen. Nun Coutinho. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Komm schon. Nun Firmino. Einwurf jetzt. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Fairer Einsatz hier. Schuss! Er hält den Ball fest, das war wichtig. So, hier steht es kurz vor Schluss. 1:0. Schnell mal einen Blick auf ihr nächstes Spiel. Der kommende Gegner von Liverpool heißt Real Madrid. Da darf dann ruhig etwas mehr kommen. Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Wer ist jetzt da verletzt? Mann, nee. Ach komm. Šivković. Storage. Könnte was Schlimmeres sein. So, geht weiter mit Schiedsrichterball. Und der verletzte Spieler ist mittlerweile vom Feld. Not fight. Noble. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Gutes Tackling. Jetzt könnte es gefährlich werden. Storage. Ein fantastischer Treffer. Und der 2:0. Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Auf jeden Fall gut für die Tordifferenz, das Ding. Ne? Ein weiterer Treffer in der Nachspielzeit. Ja, die lassen hier wirklich keine Gelegenheit aus. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Ihm fehlt jetzt die Biene. 2:0 Sieg. Aber ein Verletzter. Also Glück im Unglück, würde ich mal sagen. Vier Wochen. Nee. Vier Wochen.
So, dann spielen wir gegen das Weiße Ballett. Gegen die Großen aus Madrid. Fix. So, gleich beginnt das letzte Gruppenspiel im Champions Cup. Das verspricht noch einmal richtig Spannung. Genau davon gehe ich auch aus. Beide Mannschaften werden hier ganz sicher in dieser letzten Partie noch mal Vollgas geben. Heute freuen wir uns auf das Spiel Real Madrid gegen Liverpool. Wichtiges Spiel natürlich für die Gäste heute, denn die können heute den Einzug in die K.O.-Runde fix machen. Ein Sieg, dann sind sie weiter. Und das wäre der Lohn für eine klasse Gruppenphase. Ja, jeder, der die Real Tabelle Madrid also gesehen hat, in diese Partie. weiß, dass wir jetzt Bei Ihnen gewinnen wird müssen, heute sicher viel weil über es die das letzte ausgehen. Spiel in der Das Gruppenphase bietet sich ist beim und wir zwei 4-3-3 Punkte an, hinter vor Real allem, wenn Madrid die sind. Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben und das Spiel breit. Nun Coutinho. Klein. Nun Firmino. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt Firmino. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Wenn das Zeit hat. Gut gemacht. Benzema führt hier den Ball. Und das Spiel geht weiter. Vorteil hier für Real. Bale bringt die Flanke. Flanke geht zum Abwehrspieler, da war mehr drin. Casemiro! Gute Aktion vom Torhüter. Die Ecke kommt von Bale. Klar, gibt Einwurf. Jetzt Carvajal. Jetzt Bale. Das gibt jetzt Abstoß. Und Javi Martinez. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Nun Isco. Gutes Zuspiel für Ronaldo. Wijnaldum. Nun Coutinho. Jetzt wird's gefährlich. Wijnaldum. Roberto Firmino. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Den Ball fängt Martinez ab. Wird's jetzt gefährlich? Sauber vom Ball getrennt hier. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Coutinho jetzt am Ball. Kein leichtes Spiel heute für Real Madrid. Deine Einschätzung, Muschi? Ich stimme dir zu, Wolf. Sie müssen auf jeden Fall eine Top-Leistung abrufen, wenn hier was gehen soll. Ronaldo schießt! Gehalten! Das Schön war gehalten Abwehr, von fast ein Eckball Karius. gewesen. Nur Marcelo.
Und nun Ronaldo. Sehr gut aufgepasst. Und jetzt gibt es Einwurf. Nun Hamšík. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Coutinho. 1-0. So, jetzt liegen sie Coutinho. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sehr guter Einsatz. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Jetzt Cristiano Ronaldo. Und Ramos. Er spielt den Pass auf den Flügel. Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Wijnaldum. Da kommt der Steilpass. Lukaku. Fuck. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Aus diesem Einwurf könnte jetzt schön eine gespielt, Chance entstehen. Aber schön gehalten. Nun Rodriguez. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass. Jetzt vielleicht. Da passt der Torhüter auf. Der Ball geht raus zur Ecke und jetzt müssen die Königlichen aufpassen. Gut geklärt, das war wichtig. Marcelo kann klären. Hamšík. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Casemiro. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. So, 1-0 zur Halbzeitpause. Und schon sind wir mittendrin in der zweiten Hälfte dieses 6. Gruppenspiels. Nochmal 45 Minuten, dann ist die Gruppenphase beendet. Und jetzt die Real. Bale. Latte, aber die Chance lebt noch. Wird das eine Torchance? Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Voll. Elfmeter. Punkt, Elfer. Es gibt hier Elfmeter. Und Geld noch dazu. Er macht den Elfer nicht rein. Der Torwart zur Stelle und hält das Ding. Klasse gemacht. Den Freistoß bekommt Real Madrid. Und nun Carvajal. Und Luis Gustavo. Und Javi Martinez. Und es in der Premier League so weiter. Wenn es nicht geht, dann wieder mit. Der war einfach sehr gut platziert. Entscheidend war hier die Vorbereitung des Angriffs und dann war er plötzlich frei und schön kann in 1 gegen 1 den Keeper überwinden. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Und jetzt Bale über den Flügel. Klasse gespielt. Guter Steilpass. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Und Bale wird hier unterstützt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Rodriguez jetzt am Ball. Real Madrid will jetzt wechseln. Wijnaldum. Hamšík. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Gefährliche Flanke. Lukaku. Und den hält er fest. Gut gemacht. Lukaku läuft in dem Spiel noch nicht rund.
Pass von Bale unterbunden. Da gewinnt er den Zweikampf. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. So, wechseln. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Jetzt Hamšík. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Real Madrid kriegt hier den Vorteil. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Fuck. Und er gibt ihn. Rot. Ja. Es gibt die rote Karte, völlig vertretbar. Die einzige Option in dieser Situation. Ronaldo verschießt. Jawohl. Sie können ihn heute einfach nicht überwinden. Unglaublich. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Den Ball fängt Martinez ab. Da kommt der Steilpass. Sergio Ramos. Der Ball ist drin. Mit der Überzahl sind sie natürlich im Vorteil. Beim Treffer schön zu sehen. Und jetzt ist der Ball dann doch drin. Ich würde sagen, der Keeper hat gehalten, was zu halten war. Trotz des Gegentreffers eine sehr gute Leistung bisher. Klein. Den Ball spielt er raus. Die Mitspieler bieten sich an. Jetzt kommt der Schuss. Da passt der Torhüter auf. Schöner Schuss. Schön gefährlich. Eckschuss also. Roberto Firmino. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Die Real-Fans feuern die Königlichen nochmal an. Sie peitschen die Truppe nach vorne. Es droht die Niederlage im heimischen Santiago Bernabeu. Kurz vor Schluss liegen. Benzema. Da ist der Schön gehalten. Gut gemacht. Jetzt gibt's die Ecke für Real. Bale! Was für ein Tor! Sie haben ja auch Fuck off. Starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Real hat sich hier nie aufgegeben und erzielt den verdienten Ausgleich. Das ist die ganz besondere Qualität der Madrilenen. Sie wissen, dass sie immer für ein Tor gut sind. Das werden heiße Schlussminuten. Marcelo am Ball. Da kommt der Pass auf außen. Gareth Bale. Den Ball hält er gut. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da trennt er ihn vom Ball. Und Carvajal. Bale. Vielleicht der letzte Angriff jetzt von Real Madrid. Die wollen hier auf jeden Fall gewinnen. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Wird's jetzt gefährlich? Da gewinnt er den Zweikampf. Fuck off. Nix mit Champions League. Flanke geht zum Abwehrspieler. Da war mehr drin.
Liverpool, Anfield Road und mittendrin ein Deutscher, Buschi. Ja, was ist das hier für eine Aufbruchsstimmung, seitdem Jürgen Klopp das Team übernommen hat? Und natürlich kann der Mann auch keine Wunder vollbringen, aber wir halten fest, Kloppo und die Reds, das passt. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Sie gehen es offensiv an, 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur ein... Geht er rein! Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Rodriguez. Wijnaldum. Da trennt er ihn fair vom Ball. Wird das seine Torchance? Flanke geht zum Abwehrspieler, da war mehr drin. Ein toller Pass. Jetzt schießt er. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Und Marek Hamšík. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Rodes. Alter, das gibt's gar nicht. Super platziert. Ganz genau hat er da gezielt. Und nach 11 Minuten haben wir hier den ersten Treffer. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Vielleicht ist er doch nicht so stark verletzt wie angenommen. Zumindest will er es erstmal nochmal versuchen. Ja, er läuft zwar noch etwas unrund, aber er scheint nach Ansicht der Betreuer weitermachen zu können. Da gewinnt er den Zweikampf. Adoma. Downing. Barragán. Mit Platz 1 momentan ist das eine überragende Saison. Kein Wunder also, dass sie auch voller Selbstvertrauen auftreten. Das passt einfach. Sie treten auf wie ein echter Tabellenführer. Adoma. Rodes. Weiter geht es mit einem Einwurf. Er wirft den Ball schnell ein. Hamšík. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Fischer. Rodes. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Da zieht er ab. Ganz stark vom Torwart. Es gibt Ecke. Das hätte sein zweiter Treffer. Pfosten. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus. Abgefangen. Er spielt den Pass auf den Flügel. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Downing. Rodes. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Chance vertan, die Kugel ist weg. Und nun ein Schuss. Und was ist denn das für ein scheiß Spiel jetzt gerade? Und Lukaku. Könnte eine Gelegenheit werden. Gut verteidigt hier. Wenn sie schnell spielen, wird es ein guter Konter. Da kommt der Schuss. Sehr gut ausgespielter Konter, nur im Abschluss fehlt es dann. Trotzdem, guter Angriff. Hauptsache, die spielen stärker als wie Real Madrid. Das gibt's gar nicht. Brandt. Und Firmino. Jetzt Coutinho. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Klasse Technik.
jetzt könnte es gefährlich werden. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Downing. Das gibt noch einen Einwurf. Nun Hamšík. Ricardo Rodriguez jetzt. Da gewinnt er den Zweikampf. Einwurf, der Ball war draußen. Und den Ball wirft er direkt ein. Und Firmino. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da, oh, er gibt abseits, da war der Spieler durch. Er pfeift ab, da hat er den Ball mit der Hand erwischt. Muss nicht mal Absicht gewesen sein, aber Freistoß ist korrekt. Nun Hamšík. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Naja, pfeife ab, ist gescheit. So ein verschießenes Spiel gerade. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Das könnte gefährlich werden. Das macht er gut. Alter, die stehen jetzt defensiv besser wie Real vorher. Das ist so unlogisch gemacht von EA Sports. Der Ball ist draußen. Unglaublich. Schnell ausgeführt, dieser Einwurf. So sieht die nächste Premier League-Partie für die Gastgeber aus. Jetzt wird's gefährlich. Das gibt Einwurf. Downing. Der Ball kommt gut. Gefährliche Flanke, aber der Verteidiger. Da zieht er ab. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Roberto Firmino. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Schauen wir mal drauf, gegen wen Liverpool als nächstes spielt, Buschi. Ja, es geht gegen Everton im nächsten Spiel in der Premier League. Da fällt eine Prognose schwer. Ich schätze die beiden in etwa gleich stark ein. Sie bieten sich an. Super durchgesetzt. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Ja, komm. Hier ist er unter Druck und der Ball geht raus. Ich weiß nicht. Der Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Gut reagiert vom Torhüter. Adoma. Verteidiger hat aufgepasst. Die Flanke war gar nicht so schlecht. Und jetzt gibt's eine Ecke. Bei dem Eckball ist er da. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Abwehr hat aufgepasst. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Da haut er mehr als ordentlich dazwischen. Klares Foul, gibt gelb. Dunkelgelb kann man sogar sagen. Andere Schiedsrichter schicken ihn vielleicht sogar runter. Und Negredo. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Coutinho. Das könnte die Chance werden. Passt ab. Oh, ich da mehr in dieser Szene.
Da pfeift der Freistoß. Gut gespielt. Ist das nicht? Er zieht ab. Und das Tor. Da macht der Joker sein Tor. Glückliches Händchen vom Trainer. Sie rufen bis hierhin eine tolle Leistung ab. Der Treffer ist natürlich verdient. Ja, das sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Und sie hatten ja noch einige Chancen mehr, die sie bisher nicht genutzt haben. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Brandt. Coutinho jetzt am Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Spielt den Ball direkt zurück. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Barragan. Das könnte eine Gelegenheit werden. Storage. Hatte der Keeper heute schon irgendwas zu tun? Ich kann mich kaum erinnern, Buschi. Nö. Trotzdem muss er natürlich konzentriert bleiben. Das ist nicht einfach. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Da steht die Abwehr sicher. Nun Firmino. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Den spielt er gut und er schießt. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Gott sei Dank. Jetzt schon wieder ja, liebe Padafarme, das war's schon für diese Folge heute. Vergesst nicht, das Video zu liken und zu abonnieren, wenn es euch gefällt. Und ein Trainerkarriere mit Jürgen Klopp. Bis dahin, ciao, ciao, bis dann.